Märchen, das von dem Moderator Martin Lammerhuber erzählt und beginnt mit den Worten: Martin ist ein kleiner Bub. Er freut sich schon auf Weihnachten. Jeden Tag fragt er seine Mama: Wann ist endlich Weihnachten? Mama sagt: Es ist Weihnachten, wenn vom Adventkalender alle Türchen offen sind. Martin schleicht sich zum Adventkalender. Mama backt Lebkuchen für Weihnachten, Papa schaut fern. Nach dem Backen schaut Mama nach, was Martin macht. Er sitzt vor dem Adventkalender und macht schon das erste Türchen auf. Dann das zweite und so weiter, bis er beim 24. ist. Mama fragt: Was machst du denn da? Martin antwortet: Du hast gesagt, wenn alle Türchen offen sind, dann ist Weihnachten. Aber jeden Tag darf man nur eines aufmachen, sagt Mama. Ein paar Tage sind vergangen. Morgen ist Weihnachten, sagte Mama zu Martin. Er freut sich schon, denn es ist Nacht und er geht schlafen. Es ist morgen. Martin springt aus dem Bett und rennt zur Mama. Er sagt zu ihr: Heute ist Weihnachten. Ja, sagt Mama, aber erst, wenn es Abend ist. So frühstücken und spielt dann mit Martin, bis es Abend wird. Jetzt ist die Bescherung. Er rennt zum Christbaum und packt die Geschenke aus. Danach essen sie und Martin geht dann schlafen. Er denkt: Nächstes Jahr wünsche ich mir nichts, weil ich jetzt schon so viel habe.